Ihr habt es euch gewünscht und nun ist es soweit. Nachdem in einer der letzten Folgen Bear Game Portrait das Thema Eiger anstand und auch die Eiger Nordwand erwähnt wurde, geht es heute von vorn bis hint nur um die Eiger Nordwand. Eine Wand, die wirklich eine eigene Folge verdient. Willkommen zu Berge im Portrait. Wenige Rede, bevor es losgeht, aber eine Kleinigkeit muss ich hier zur Vollständigkeit beitragen. Die gesamte Chronologie der Eiger Nordwand in einem Video aufzuarbeiten, das wäre definitiv zu viel des Guten und frisst zu Recht stundenlange Dokumentationen und Bücher. Heute geht es vor allem um den ersten Durchsteigungsversuch, der die Eiger Nordwand letztlich auch ziert. Die Besteigung von 1935. Einer Zeit, in der vor allem heroisches Bergsteigen an der Tagesordnung war. Die Bergsteiger selbst aber selten für Ruhm und Ehre in die Berge gingen. Es war eine heute kritisch betrachtete Zeit, in der der Nationalsozialismus in Deutschland die Berge für die eigene Propaganda instrumentalisierte und Alpinisten aus den politisch auf Linie gebrachten Sektionen der alpinen Vereine und Gruppierungen auf ein Himmelfahrtskommando geschickt worden. So auch am Eiger. Die Nordostwandbegehung liegt zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre zurück und galt als erfolgreiche Dominanz des Menschen gegenüber dem Berg. Doch zeitgleich galt die Durchsteigung auch als Anerkennung der Macht der Eiger Nordwand, der Hauptwand. Niemand wagte auch nur den Gedanken, dass diese Wand lebend zu durchsteigen sei, wodurch schon die Nordostwand nach einem waghalsigen Unterfangen anmutete. Doch gerade dieser Umstand der Furcht ließ viele Personen des heroischen Alpinismus aufhorchen und letztlich auch befehlen. Starten wir mit ersten wirklich wichtigen und ernsthaften Besteigungsversuchen des Eigers über die Nordwand. Mit dabei 1935 Max Sedlmayr und Karl Mehringer. Am 16. August begeben sich die beiden Bergsteiger von München aus nach Grindelwald. Sedlmayr und Mehringer sind alles andere als ambitionierte Abenteurer. Sie sind erfahrene Alpinisten und noch wichtiger, eine eingeschworene Seilschaft. Bessere Personen hätte man zu dieser Zeit zum Eiger nicht schicken können. Die Herangehensweise sehr strategisch. Tagelang wurde die Wand beobachtet. Was tut sich am Berg? Gehen Lawinen ab? Ist der Fels vereist? Wie verhält sich die Wand nach und vor Schlechtwetter? Wie kündigt sich ein Wetter an? Fragen, die geklärt werden sollten, bevor man hier einen Versuch wagt. 5 Tage später waren die Bedingungen gut. Sedlmayr und Mehringer steigen in die Wand ein und überwinden den Wandvorbau in überragendem Tempo. Nach 500 Höhenmetern entschließen sie sich schließlich aber zu einem Biwak in einem der Stollenlöcher der Jungfraubahn. Am nächsten Tag ging es für die beiden Alpinisten auf das erste Band und im späteren Verlauf durch das erste größere Eisfeld. Laut Zeichnungen und Berichten war es zum Zeitpunkt des ersten Besteigungsversuchs jedoch deutlich größer, als man es hier auf dem Bild erahnen würde. Auf einem soliden Flachstück errichteten sie dann ihr nächstes Biwak. Bisher verlief die Tour also sehr gut. Das vermuteten zumindest die unzähligen Touristen und Zuschauer am Fuße des Berges und an der kleinen Scheidegg. Doch vieles konnten die Touristen eigentlich gar nicht wissen. Eigentlich, so vermutet man später, sollte der Durchstieg insgesamt nur 3 Tage in Anspruch nehmen. Im Anbetracht der Tatsache, dass der 3. Tag stolze 1100 Meter unter dem Gipfel startete, entsprach die Tour wohl nicht ihren Erwartungen. Dann, am 23. August, gingen sie also weiter. Sie trafen auf große Schwierigkeiten im 2. Eisfeld. Die Gründe dafür sind bis heute aber eher unbekannt. Die Bedingungen schienen nicht ideal gewesen zu sein, aber die richtig schlechten Bedingungen, die rückten jetzt erst richtig an. Das Beobachten der Alpinisten musste dann ein jähes Ende nehmen, da das Schlechtwetter in der Wand den Blick versperrte. Erst 3 Tage später, am 26. August, gab es um das Überleben der beiden Münchner Gewissheit. Sie haben die Schlechtwetterperiode gut überstanden, jedoch mit einem dramatischen Problem. Sie kamen in dieser Zeit kaum vom Fleck. Beim ersten Anblick nach dem Nebel fand man sie anstelle des Bügeleisens wieder. Sie schafften also gerade mal 600 Klettermeter, aber die nicht mal unbedingt nach oben. Was in diesen 3 Tagen passiert sein mag, darüber ließ sich immer schon nur mutmaßen. Vermutlich ging ihnen durch das schlechte Wetter jedenfalls die Orientierung deutlich verloren und das Risiko, sich zu versteigen und den Plan zu verlieren, war einfach zu groß. Gleichzeitig haben sie für die schlechten Bedingungen aber auch außerordentlich viel Geschick in der Routenwahl bewiesen, da sie an vielen Stellen die heutige normale Route durch die Wand getroffen haben. Es änderte aber nichts an der Tatsache, dass sie schon sehr lange unterwegs waren. 5 weitere Tage vergehen. Man hört nichts.
Warum nicht? Sind sie gestorben? Abgestürzt? Erfroren? Wieder waren 5 Tage lang die Blicke versperrt. Es schneite und schneite. Viele Zuschauer und Bewunderer am Fuß des Berges ahnten aber etwas Schlimmes. Die Bedingungen waren einfach zu widrig. Am 28. August soll ein Militärflugzeug die beiden Bergsteiger suchen, jedoch völlig erfolglos. Bergretter aus München werden alarmiert und rücken aus Deutschland an, um die Kameraden zu suchen und zu retten. Die Retter fanden gleich zu Beginn im Unterschlupf am Wandfuß den Beweis, dass Sedlmayr und Mehringer sich auf 3 Tage für die Durchsteigung einstellten. Sie ließen massig Material gut sortiert zurück. Neben der Suche aus der Luft begann auch die Nutzung der Stollenlöcher. Hierüber versuchten kleine Teams immer wieder in die Wand einzusteigen und Sedlmayr und Mehringer aus der Wand zu holen oder zumindest erstmal zu finden. Zu diesem Zeitpunkt war keinerlei Information über deren Gesundheitszustand bekannt. Theoretisch hätten sie es sogar bis zum Gipfel geschafft haben können. Deshalb stieg ebenfalls eine Seilschaft dieser Tage auf den Gipfel und versuchte über die Ausstiegsrampe die beiden zu finden oder ihnen gar entgegenzukommen. Aber selbst das war auch erfolglos. Auf keinem dieser Wege tauchten Sedlmayr und Mehringer auf. Sie waren wohl einfach in der Wand verschwunden oder kämpften immer noch gegen selbige. Am 2. September verging insgesamt schon der 13. Tag für die beiden Bergsteiger in der Wand. 13 Tage, obwohl die beiden doch nur für 3 Tage geplant hatten. Wie waren die beiden letztlich wirklich ausgestattet? Könnte es wirklich für 13 Tage gereicht haben? Schließlich überleben sie die ersten 6 Tage ebenfalls, obwohl das Equipment scheinbar nicht reichte. Letztlich wurde die Suche nach den beiden Münchnern Max Sedlmayr und Karl Mehringer am 2. September abgebrochen. Besonders tragisch unter den Rettern aus München war auch sein Bruder Heini Sedlmayr dabei. Dann passierte aufgrund von schlechtem Wetter erstmal nichts mehr. Die Chancen, die beiden irgendwo überlebend in der Wand zu finden, sanken gegen null. Am 19. September, also über 2 Wochen später, startete man einen erneuten Erkundungsflug in die Nähe der Nordwand. Dabei entdeckte man eine Leiche in der Nähe des 3. Eisfelds, des Bügeleisens. Diese Stelle wird seither auch Todesbiwak genannt. Ob diese Leiche Sedlmayr oder Mehringer war, das wusste man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Generell blieb lange einiges im Verborgenen. 1936 wurde im Zuge einer anderen Bergung, nämlich um das Drama der 2. Nordwandversuchs einer anderen Gruppe, zufällig dann die Leiche von Max Sedlmayr gefunden und geborgen. Ein ganzes Jahr später. Und Karl Mehringer? Den entdeckte man tatsächlich erst 1962. 2 Bergsteiger in der Nordwand erkannten eine Leiche und letztlich konnte sie eindeutig als Karl Mehringer identifiziert werden. Jedoch wurde sie bis heute tatsächlich nicht geborgen. Die erste Tragödie rund um den Eiger fand ihr Ende. Ein Ende, welches frustrierender und trauriger für alle Beteiligten nicht sein konnte. Viel Hoffnung steckte eine ganze Nation und nicht zuletzt auch viele begeisterte Bergsteiger aus der Schweiz in die beiden Alpinisten. Die Eiger-Nordwand als mystische Wand mit vielen Legenden und Ängsten drumherum sollte gleich beim ersten Versuch gelingen. Doch selbst die geschickteste Seilschaft und der Rest der Welt mussten bereits nach kurzer Zeit erkennen, diese Wand kriegt man nicht geschenkt. Das Drama dieser Geschichte manifestiert sich auch in der Tatsache, dass die beiden eigentlich nie wirklich am Radar waren. Jederzeit konnte man sie beobachten, aber was bei ihnen los ist, was sie umgibt, was ihre Probleme waren, all das weiß man bis heute nicht. Damit begann eine Geschichte, die deutlich größer wurde, als man das letztlich von irgendeiner Fels- und Eiswand mitten in den Alpen auf einem x-beliebigen Berg jemals hätte erwarten können. Der Mythos um den Eiger und um die Eiger-Nordwand begann und fand hier noch lange nicht ihr Ende. 1936 geht es weiter. Aber 1936 muss an dieser Stelle für heute warten. Nächste Woche machen wir eine Eiger-Pause. Wir schauen uns wieder einen ganz anderen Berg an, damit ihr mal wieder etwas Abwechslung bekommt. Übernächste Woche dann Eiger-Nordwand Teil 2. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Abonniert gerne den Kanal und gebt gern einen Daumen hoch. Vergesst auch nicht, dass dieses Projekt sich über eure Unterstützung finanziert. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!